Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück hier in meiner kleinen Technik-Ecke. Ja, da bald schon wieder Herbst ist, habe ich mir gedacht, ich platziere mein Video jetzt mal pünktlich zu dieser Jahreszeit und habe euch hier einen ganzen Haufen von digitalisierten Kleidungsstücken mitgebracht. Und zwar kommen die von HiEver, die haben die mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt, um euch das mal hier in diesem Video unvoreingenommen zu zeigen, was ich auch tun werde. Bin auf jeden Fall mal gespannt, vor allen Dingen auch auf dieses Teil hier, da ich in der Regel sehr gerne mal ja, irgendwas zum Einschlafen mir auf die Ohren tue. Und da kann das mit Ohrhörern oder auch mit diesen Trudy Wireless Ohrsteckern ziemlich lästig sein, wenn man mit denen einschlafen muss. Das hier sieht tatsächlich schon viel bequemer aus. Ein Stirnband mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher. Einen eingebauten Bluetooth-Lautsprecher haben wir auch in dem Beanie Head. Da sind direkt zwei von hier in dieser Verpackung drin. Das ist also ja, eine schöne dicke Wollmütze mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher für jedes Ohr. Und als kleines Extra habe ich hier noch ein LED-Beanie, eine LED-Mütze. Die hat keine Soundfunktionalität, sondern nur eine Beleuchtungsoption. Und zwar einmal in hellweiß und einmal in bunt für die Disco zum Beispiel. Ja, und ich würde sagen, wir fangen jetzt ganz einfach mal an. Womit denn? Mit den Mützen. Warum denn eigentlich nicht? Dann haben wir das große Sackteil hier mal aus dem Bild geschafft. So sieht das Pappteil aus, die Papiereinlage, die wir dabei haben. Steht nicht viel Interessantes drauf, außer die Adresse von Shenzhen Hairun Tianheng Keyi Yua Xiangongxi. Das ist auf jeden Fall der Verkäufer dieser Gerätschaften hier. Das ist gut zu wissen, an wen wir uns da wenden müssen, falls was nicht stimmt. So, mal eben hier ist noch ein bisschen mehr Papierkram. Zum Beispiel die obligatorische Kontakt- und Garantiekarte. Ja, brauche ich jetzt glaube ich nicht wirklich. Ich habe ja auch zwei Mützen, falls eine kaputt ist. Und hier ist die Anleitung für den Musikhut. Das ist mal eine coole Bezeichnung. Läuft mit der relativ aktuellen Bluetooth-Version 5.0. Und wir haben ein kleines Bedienpanel außen an der Mütze, welches natürlich auch spritzwasser- und regensicher ist, wo wir die üblichen Funktionen wie Lautstärke zum nächsten Lied, Playpause und so weiter steuern können. Dort seht ihr mal eben die verschiedenen Bedienbefehle, die wir hier zur Verfügung haben. Und ja, dann das Teil koppeln mit unserem Mobilgerät. Ich denke, das kriegen wir gleich so hin. Das sind zwei baugleiche. Nee, sind es gar nicht. Jetzt habe ich ja was völlig Falsches gesagt. Das hier ist ein Schal. Hat der auch einen Bluetooth-Lautsprecher? Nee, da ist, glaube ich, nee, da ist keine Technik drin. Also das hier kommt noch als kleines Add-on sozusagen zur Mütze. Fühlt sich auf jeden Fall sehr flauschig an. Was haben wir denn hier für ein Material? Mal eben 100% Acryl. Ja, da schwitzt man wahrscheinlich schön drunter. Mütze dürfte das gleiche Material sein. Aber bei der Mütze haben wir den Unterschied, dass wir hier links und rechts, ihr seht es vielleicht schon, diese zwei eingearbeiteten Lautsprecherelemente haben. Und irgendwo müssten dann wahrscheinlich auch, ja hier unten sind sie glaube ich drin, da fühle ich irgendwas. Da laufen die Kabel durch, die die beiden Teile dann miteinander verbinden. Und hier vorne haben wir in schönem Lederdesign jetzt in dem Fall das Bedienelement. Lautstärkeregelung bzw. gedrückt halten für das nächste Lied wahrscheinlich und Play und Pause. Ja, das sieht schon mal gar nicht schlecht aus, auch wenn das Material jetzt 100% Acryl ist. Schauen wir mal eben bei der Mütze wahrscheinlich genau das gleiche. Ganz genau ist jetzt wahrscheinlich für die Atmung der Kopfhaut nicht das Allerschönste. Aber gut, das erstmal zum Beanie und zum Schal Nummer 1. Jetzt schauen wir uns den Beanie Nummer 2 an. Der kommt mit LED-Beleuchtung, könnt ihr dort schon sehen. Hat eine etwas andere Musterung und ist wahrscheinlich auch aus dem gleichen Material gefertigt. Ja, 100% Acrylic. Fühlt sich aber tatsächlich noch flauschiger auf der Innenseite an. Und auf der Außenseite, ja, diese Wolltextur, sag ich mal. Hier vorne haben wir den Scheinwerfer. Den können wir auch direkt hier an der Stelle drücken. Das ist der Powerschalter für die normale Beleuchtung in zwei verschiedenen Helligkeitsstufen. Und als drittes haben wir dann, sprach ich ja gerade schon an, den rot-blauen Disco-Modus hier. Nochmaliges Drücken schaltet das Ganze wieder aus. So, das zur Mütze. Und jetzt kommen wir noch eben zum Stirnband natürlich. Das finde ich eigentlich, wie gesagt, am interessantesten. Die Mütze, die ziehe ich mir wahrscheinlich nicht zum Einschlafen auf. So kalt ist es bei uns dann doch noch nicht. Auch das hier mit Bluetooth 5.0. Und diesmal besteht es aus 60% Acryl und 40% Polyester. Eine etwas andere künstliche Zusammensetzung, unter der wir schwitzen können. So, und da ist das gute Stück. Auch wieder mit Betriebsanleitung, ein Users Manual für das Bluetooth Headband. Mit dem QR-Code könnt ihr die lebenslange Garantie aktivieren.
Ja, ansonsten haben wir hier wieder die gleichen Erklärungen wie auch gerade schon bei der Mütze, denn wir haben hier wahrscheinlich auch das gleiche Bedienelement. Genau, da steckt im Endeffekt die gleiche Technik höchstwahrscheinlich drin, nur ist das hier optisch ein bisschen anders designt. Gerade hatten wir ja diese Lederoptik hier bei der Mütze und jetzt hier diese Textiloptik. Finde ich auf jeden Fall schön und macht einen vielversprechenden, gemütlichen Eindruck. Was ist das hier vorne noch? Ist das eine Tasche? Ist das ein Reißverschluss hier? Tatsächlich. Was haben wir hier noch drin? Ach so, das ist das Ladekabel. Und hier sehen wir dann auch ja, die Kabelwege, die zu den beiden Lautsprechern führen, welche sich dann hier irgendwo, da sind sie eingearbeitet, befinden. Hier könnt ihr sie in rundlicher Form mal eben erahnen. Aufladen müssen wir die Mütze natürlich irgendwann auch wieder. Dazu haben wir hier ein Loch auf der Innenseite. Da muss ich aber ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht das falsche Kabel rausziehe. Eigentlich sollte da ein kleiner Ladeanschluss rauskommen. Oder haben wir den Ladeanschluss? Ne, hier haben wir ihn. Da haben wir ihn am Bedienteil versteckt in einer kleinen Öffnung der Mütze. Dort könnt ihr dann in dem Fall jetzt hier mit einem klassischen Micro-USB-Stecker dran gehen. Zum Aufladen dieser Mütze können wir das ganze Lichtteil hier komplett rausnehmen praktischerweise. Das hat dann hier unten direkt einen klassischen Micro-USB-Anschluss auch dran. Und da stecken wir einfach unser Kabel dran und bekommen dann hier auch signalisiert, dass aufgeladen wird. Ja, hallo Herr Officer, also mit dieser Beleuchtung kann man zumindest in Amerika auch seine Vorderleute im Straßenverkehr bestimmt gut erschrecken, weil die denken, jetzt kommt eine Verkehrskontrolle. Naja, hier ist es wahrscheinlich nur eine Disco-Leuchte. Im Straßenverkehr würde ich sie auf jeden Fall nicht einsetzen, das ist viel zu verwirrend, so ein Blinklicht meiner Meinung nach. Aber um gesehen zu werden, irgendwo im Wald oder was weiß ich, oder in der Disco, nicht schlecht. Ich gehe jetzt mal mit meiner LED-Mütze hier ins Wohnzimmer rein. Da seht ihr vielleicht, dass ich das ganz schwach oder auf der helleren Stufe auch ein bisschen heller damit erleuchten kann. Ja, da sieht man noch, dass ich gerade Chips gegessen habe. Mehr muss man auch nicht sehen, mehr kann man auch nicht sehen. Deswegen habe ich mir das Rausgehen jetzt mit dieser Lampe, mit der Mützenlampe hier gespart. Wie ihr sehen könnt, kann ich gerade soeben hier den kleinen Innenraum ausleuchten. Und ja, ich würde sagen, zum Gesehenwerden auf dem Fahrrad reicht es sicherlich. Aber als Ersatz für so eine Kopflampe, die man ja dann auch noch praktischerweise im Winkel einstellen kann, ist das hier eher nichts. Die Straße wird man damit nicht sonderlich ausleuchten können. Gerade dann draußen, wo man noch irgendwelche anderen Störeinflüsse hat. Also ich kann damit jetzt hier sicherlich zum Beispiel hinter den Fernseher schauen und mir hier einen Überblick über meine Kabel verschaffen. Das ist kein Problem. Aber in den Verkehr fahren würde ich damit nicht als Fahrradfahrer. Eben höchstens, um gesehen zu werden. Alle Geräte, also das Stirnband und die Mütze, lassen sich problemlos mit meinem Smartphone unter Android zum Beispiel koppeln. Und ja, die Audioqualität, die kann ich euch hier nicht wirklich übermitteln in so einem Video. Das geht bei Lautsprechern nicht, aber bei Ohrhörern und Kopfhörern und solchen Geräten erstmal recht gar nicht. Was ich euch aber sagen kann, dass die Lautsprecher hier ja auf dem Ohr aufliegen, das sind weder In-Ear noch Over-Ear-Lösungen. Das sind im Grunde genommen kleine Pads, die ganz locker auf dem Ohr aufliegen. Dazwischen hat man dann noch den Stoff der Mütze und des Stirnbandes. Und das führt eben tatsächlich dazu, dass man leider keinen satten Klang hat. Also Musik hören mit viel Bass ist hier zum Beispiel nicht. Passen tun beide Teile aber sehr schön, ein kleines bisschen eng vielleicht, auf meinem Schädel zumindest, leider auch nicht verstellbar und leider auch nicht allzu besonders elastisch. Vielleicht verändert sich das noch im Laufe der Zeit. Wie gesagt, von der Soundqualität nichts für den ultra dicken Musikgenuss, aber um mal ein Hörbuch zum Einschlafen oder das gesprochene Wort, wie gesagt, zu hören, absolut brauchbar und im Gegensatz zu In-Ear- oder Over-Ear-Kopfhörern auch sehr gemütlich für Seiteneinschläfer wie mich. Und das hier ist dann übrigens ja die Komplettverkleidung, falls ihr nicht mehr erkannt werden wollt und auch nichts mehr hören wollt und es wirklich kalt ist, dann könnt ihr euch, ja, maskieren muss man sich ja sowieso in der letzten Zeit, von daher passt das dann alles. Ja, so bin ich jetzt auf jeden Fall rundum sicher beleuchtet, beschallt und von der Außenwelt abgeschottet. In diesem Sinne danke ich euch auf jeden Fall für eure Zeit, für dieses Review. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen. Ich finde die Teile auf jeden Fall sehr praktisch und vor allen Dingen auch sehr, sehr kuschelig. Aber das wird alles ein bisschen eng hier. Deswegen den Schal lasse ich noch an.
und vom Rest verabschiede ich mich zumindest für den Moment mal. Ich danke euch für die Zeit. Jetzt habt ihr mich mal live gesehen. Ich dachte, das wäre vielleicht mal eine Idee, hier auch mal live selber ins Video zu gehen. Wenn ich schon solche Mützen habe, dann brauche ich nicht immer nur meinen Plastik-Deko-Kopf zeigen, obwohl der auch ganz cool ist. Ja, liebe Freunde, in diesem Sinne schließe ich dieses Review jetzt, dieses wirklich kuschelige Review. Wünsche ich euch eine schöne Zeit, wie immer, einen guten Tag, eine schöne Nacht, was auch immer ihr gerade so treibt. Und hoffentlich bis zum nächsten Video. Macht's gut!